Zum Wohle, Frau Ministerin. Marion Kiechle, Bayerns Kunst- und Wissenschaftsministerin, darf den Museumswein als erste probieren. Und die prämierten Weine aus Franken haben es hier tatsächlich mit einer Weinkennerin zu tun. Wer meine Vita kennt, der weiß, dass meine Großeltern selbst auch Wein angebaut haben. Und mein Bruder betreibt mit meiner Schwägerin zusammen ein Weingut. Also ich bin dem Wein, insbesondere dem Weißwein, sehr wohlgesonnen. Den habe ich praktisch mit der Muttermilch aufgesogen. Im Blut auch schon vorab. Ganz genau, den Weißwein habe ich im Blut. Die Weine von Lorenz Neder und Klaus Höflinger gehören zu den 4 fränkischen Weinen, die das staatliche Museumsweinetikett tragen dürfen. War natürlich bei uns ein super Jahrgang, also gerade für den Silvaner. Und ist ein klasse Wein geworden, hat sich auch jetzt die letzten paar Monate erst so entwickelt. Und ist natürlich schon ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass da was Ordentliches ausgeschenkt wird. Wir sind jetzt mitten in der Lese. Eigentlich ist es Luxus, dass wir jetzt heute hier einen Tag Urlaub in München haben. Und es ist ein sehr trockenes Jahr, dadurch natürlich sehr hohe Zuckergehalte der Trauben. Und besonders die alten Rebstöcke haben natürlich hervorragende Trauben von bester Qualität, also ein wirklicher Ausnahmejahrgang. Und weil die 4 prämierten Museumsweine alle aus Franken kommen, sind sie auch ein typisches Frankengewächs, ein Silvaner. Das Besondere ist, dass man hier die Verbundenheit zu der Region Franken eben sucht. Und das Klassische ist eben die Rebsorte Silvaner. Wenn jemand Silvaner hört, als Weinkenner, Weinspezialist, dann weiß er, das hat was mit Franken zu tun. Und der fränkische Silvaner, was ist das für ein Wein? Im Abgang eher Brombeere oder Himbeere? Und das Bouquet? Eher fruchtig, blumig, kantig oder vielleicht frisch gemähtes Gras? Eher zurückhaltend. Nicht so auf dem ersten Moment so ein Marktschreier, so ein Lauter, sondern muss sich schon auch ein bisschen auf ihn einlassen. Er hat eher eine zurückhaltende Aromatik, einen kräftigen Körper, aber ja auch eine etwas weichere Säurestruktur. Das Museumsweinetikett wurde übrigens von der Glyptothek in München gestaltet. Es ist also nicht weit hergeholt, dass das Motiv eine Geschichte der griechischen Mythologie aufgreift. Es zeigt den Schmiedegott Hephaist, der trunken vom Wein des Weingottes Dionysos in den Olymp geführt wird. Das ist ein ganz berühmter Mythos, der deswegen von großer Bedeutung ist, weil er die Initiation, also die Einführung sowohl des Künstlergottes Hephaist wie des Weingottes Dionysos in den Olymp zeigt. Wer also nach dem nächsten Museumsbesuch berauscht nach Hause wankt, kann sich getrost sagen, sogar die griechischen Götter haben gebechert, bis sie nicht mehr laufen konnten.